Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist es soweit, es geht endlich los mit dem Hausbau von meinen Eltern. Beziehungsweise Hausbau ist es noch keiner, weil als erstes muss diese Garage weg. Das werden wir mit meinem Bagger machen. Und dazu habe ich da einen Sortiergreifer von Seifert. Sehr geiles Teil, zeige ich euch gleich genauer. Das heißt, wir werden als erstes einmal das ganze Holz darunter nehmen. Das sollte noch unproblematisch gehen. Von der Garage sind ein paar Mauern mit Ziegeln gebaut und ein paar sind leider betoniert. Ja, und eigentlich ist so ein Sortiergreifer nicht für Betonabbruchsachen gemacht. Aber wir werden es trotzdem probieren. Was ist gerade passiert? Ja, da ist der Öl rausgespritzt. Aber nicht ein bisschen, sondern ja, das ist da richtig in einem Strahl ausgekommen. Also es liegt da jetzt am Boden da ungefähr. Ja, ein guter Liter Öl. Und zwar ist das, ich kann das mal versuchen zu zeigen, was nicht, ob ihr da irgendwas erkennt. Das ist ganz schwierig. Weil da drinnen ist so wirklich ein Strahl Öl ausgekommen. Ja, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, der hat vielleicht... Ich glaube keine 10 Betriebsstunden um, also so 7-8 Betriebsstunden. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich den eigentlich verwende. Und dann sowas. Ja, beginnt super die Baustelle. Tag 1, vorbei. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 2 Minuten später. Das gibt's. Ja, der erste Tag war eigentlich total erfolgreich. Wir haben eigentlich nur einen Sortiergreifer, einen Löffel vom Bagger kaputt gemacht und vielleicht haben wir am Heimweg noch einen Autounfall. Also es läuft wirklich sehr gut. Ja, wenn es so weitergeht, dann, ja, dann bricht das Haus wahrscheinlich auch bald zusammen. Ja, man sieht da auch noch die neue Schweißnaht. Das heißt, eigentlich sollte da gar kein Schweißnaht sein bei einer originalen Schaufel. Aber da ist ein Schweißnaht, das heißt, das ist schon einmal irgendwann sind zwei Teile gewesen. So, gestern angerufen bei Seifert und heute ist schon die Spedition da. Nur die Frage, ob er das aufheben schafft. So, der Kameramann ist endlich da. Wir warten schon auf die. So, das ist der Max. Den Max kennen wir schon wie lange? Du musst das am besten beantworten können. Max kennen wir schon ewig. Der war mit uns. Als Kind schon schief, Schuhen ab. So, erklär mal kurz, was du da für ein krasses Gerät dabei hast. Im Endeffekt ist es eine Rammsonde auf einem Raupenlaufwerk. Es gibt Rammsonden in unterschiedlichen Größen, die gehen von so breit und wirklich nur auf zwei Radeln, fast wie eine Scheibtruhe schaut das aus. Okay. Haben wir auch eine, wo man zum Beispiel in Innenräumen theoretisch auch sondieren könnte, alte Gemäuer unterhalb. Okay. Das Gerät ist 1,20 Meter breit mit kompletten Turm, knapp 2,5-3 Meter hoch. Wie tief kann man mit dem bohren? Grundsätzlich, also wir haben zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Was wir heute machen, ist Rammsondieren. Und im Endeffekt, das ist so etwas Ähnliches, ich weiß nicht, ob man sowas kennt, vielleicht eventuell ein Standard Penetration Test, SPT-Test. Also ich nenne dir vielleicht schon. Okay, ja, passt, ist nicht so tragisch. Im Endeffekt, das Schlaggestänge hat Markierungen, alle 10 cm. Und wir schlagen mit einem Gewicht aus einer genormten Höhe drauf. Okay, das ist der Kettenzug, sieht das immer an, wie dann das fallen. Genau, es gibt unterschiedliche Methoden. Die Maschine hat einen Kettenzug, es gibt einen hydraulisch oder elektrisch betätigte Rammsonden theoretisch auch. Ja, und was ist, wenn du von einem kleinen Stein triffst? Ist das wurscht? Ein kleiner Stein ist wurscht, ein mittelgroßer Stein ist auch wurscht. Was ist mittelgroß? Beim ganz großen Stein wird es nachher schwierig, also okay. Da hängt es dann ein bisschen vom Gestein ab, ob wir durchkommen oder nicht. Okay. Das heißt, wenn das passiert, dann einfach ein paar Zentimeter daneben nochmal. Zum Beispiel, ja, also
Es gibt natürlich Böden, da kann man mit einer Rammsonde nur wenig machen. Also alles, was irgendwie mit großen Kiesen, also mit groben Kiesen zu tun hat, da wird es mitunter vielleicht sogar ein bisschen schwierig. Also da kann man mit der Rammsonde nur relativ wenig machen. Mhm. Da müsste man dann, und das kann man mit der Maschine theoretisch auch machen, wir müssten Rotationsbohren. Dazu wird oben der Aufsatz gewechselt, es kommt da ein eigener Hydraulikantrieb drauf für die Rotationsbohrung. Okay. Das heißt, wir rammen dann rein. Das kommt und du nimmst aber kein Material dann aus dem Boden raus, sondern du schaust nur, wie schwer er reingeht, wie viel pro Schlag. In dem Fall machen wir das so, genau. Okay. Also es ist dann, also wie gesagt, das Gewicht ist genormt, das sind 50 Kilo, die Falldistanz ist genormt. Mhm. Und daraus können wir anhand der Anzahl der Schläge pro 10 cm können wir Rückschlüsse ziehen über die Lagerungsdichte des Bodens. Mhm. Und nachdem diese Untersuchungsmethoden schon relativ lang angewandt werden, haben wir eigentlich ganz gute Vergleichswerte und Erfahrungswerte, was für Böden. Das heißt, du kannst dann sagen, ob das dann Lehm ist oder ob das kiesig ist? Genau, wir können dann sagen, ob das eben ein Schluff oder Ton oder Kies oder in die Richtung. Bei Festgesteinen ist natürlich logisch, da kann man nichts machen. Da stehen wir dann natürlich sofort an. Ja, genau. Geht's denn, Papa? Ja. Hast du noch Nerven, oder? Ja, wenig. Schauen wir mal. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Im Endeffekt, wir haben jetzt genau das ist der Fall eingetreten, vor dem wir vorher eben ein bisschen Spundus gehabt haben. Wir haben jetzt in einer Tiefe von ziemlich genau 2,5 Meter Nuller Schlagzahlen. Das heißt, es geht mir das Gestänge über einen Bereich von 10 cm leer durch. Aha. Das heißt, ich haue einmal drauf und ich werde jetzt mit einmal draufhauen quasi 30 cm Boden überbrückt. Und das sind genau diese Bereiche, vor denen wir immer ein bisschen Angst haben. Wenn wir sagen, das können komplett durchbewegte Bereiche sein, das können wassergesättigte Bereiche sein und die sind halt in dem Fall, vor allem wenn du jetzt anfängst, hier abzugraben, super rutschsensibel. Und das ist halt eben genau der Grund, warum man in solchen Fällen, auch bei einer tieferen Baugrube, halt einfach im Normalfall eine Baugrundsicherung macht, weil es einfach ein Sicherheitsaspekt ist. So, wir haben fertig gerammt. Wie tief sind wir drinnen? 10,5 Meter. 10,5 Meter? Jetzt hat er das. Aber wir haben das Abbruchkriterium jetzt eigentlich noch nicht erreicht. Das war bei zum Beispiel 100 Schläge pro 10 cm, die haben wir nicht erreicht. Also der Boden gibt es einfach nicht her. Aber für die Anforderung, die wir jetzt an die Baugrubensicherung haben, auch, tut es das jetzt einmal. Also wir wissen, die Bohrpfähle, die werden eine bestimmte Tiefe. Die werden bis in eine bestimmte Tiefe gebohrt und ich habe eigentlich dann auch nicht wirklich die Notwendigkeit, dass ich viel drüber hinaus sondiere, weil... Bringt uns eh nichts. Und jetzt haben wir da so einen hydraulischen Auszieher, oder wie sagt man dazu? Ja, genau. Ein Hebewerk im Grunde genommen. Bin gespannt, ob der kleine Bohr das auszieht. Ist so schön. Was machen wir? Was machen wir? So, und für die es interessiert, der Max arbeitet bei der Firma Geolith. Muss mir nachher noch kurz fragen, wo die überall Aufträge annehmen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr renommiertes Unternehmen und haben da eine geile Folierung auf dem Anhänger oben. Wo macht ihr überall Aufträge? Grundsätzlich österreichweit. Wenn es einmal nach Deutschland gehen muss, ist Deutschland auch kein Problem. Wir können grundsätzlich auch international arbeiten, ist auch kein großes Thema. Sag ich noch vielen Dank für die ganzen Infos. Ja, das glaube ich sehr interessant. Ja. Und wenn die Ergebnisse da sind, vielleicht kann man dann nochmal kurz quatschen, wenn ihr das ausgerechnet habt. Sowieso. Ja, also für die Erdstatik ist sowieso das jetzt einmal die Basis. Und eben gemeinsam mit der Schurverkundung, die eben ein anderes geologisches Büro schon gemacht hat, können wir da eigentlich
ziemlich detailliert und genau berechnen, wie sich der Boden dann verhält, wenn man halt die Baugrube aushebt. Das ist dann eigentlich der springende Punkt. Ne? So, wir haben es jetzt genau eine Woche später und siehe da, der Greifer ist wieder da. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Woche für das, dass der nach Deutschland geschickt worden ist und wieder zurück und repariert worden natürlich auch. Und der Feiertag war auch noch dazwischen, also ja, kann man machen. Kundenservice, sehr gut. Irgendwie süß, dass sie den 500 Kilo schweren Greifer mit solchen, mit solchen Bandeln da festgemacht haben. Super, und jetzt habe ich gerade gesehen, dass sie die Schläuche da abmontiert haben und da solche Schutzkappen drauf gemacht haben. Ja, das heißt, die muss ich wieder alle neu anschrauben. 10 Minuten später, die Schläuche sind montiert und es kommt ein Gewitter. Ich sag's euch Leute, das ist echt irre, es regnet einfach seit 3 Wochen jeden Tag. Der Jossi, wie schwör sich, der Jossi ist der Ärgste. Dieser Mensch kann mit jedem Gerät fahren, egal ob LKW, Traktor, Bagger, der kann wirklich alles fahren. So, neuer Tag, neues Glück. Ich werde jetzt die kaputte Baggerschaufel nehmen, da in mein Auto irgendwie reinheben und dann werde ich sie zu Matthias bringen und der wird sie mir hoffentlich wieder zusammenschweißen. Gott sei Dank auch richtig viel Platz da. Perfekt. Ei, uiuiui, kleine Macke passiert. Ein bisschen mit dem Hammer wieder ausbeulen, dann ist das auch wieder gut. Jetzt wäre natürlich ein Sortiergreifer sehr praktisch. Dann könnte man das einfach nehmen, reinheben und loslassen. Aber haben wir nicht. Oder Spanngurt. Ich nehme einen Spanngurt. So, jetzt noch das Blech ein bisschen zurückbiegen. Das Stück hat man fast vergessen. Funktioniert wieder. Papa führt mich jetzt gerade ins Krankenhaus und dann werde ich da wieder mal zur Abwechslung am Schneidezahn operiert. Ist insgesamt das 3. Mal oder 4. Mal schon. Ja, so schaut's jetzt aus. Überlebt. Ah. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.